Am heutigen US-Feiertag Labor Day will ich mal auf die Gesamtlage der Märkte eingehen, auf die Fed, auf China, auf den DAX, was da praktisch so vielleicht zu konstatieren ist. Wo stehen wir, wo könnte es hingehen und vor allem warum, meine Damen und Herren? Wir starten erstmal mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, die bekanntlich ja sehr, sehr schwach waren. Gleichzeitig allerdings die Stundenlöhne sehr deutlich und viel stärker als erwartet gestiegen. Auf der einen Seite also offenkundig eine sich abkühlende Wirtschaft, auch durch eben die Delta-Variante. Wir haben gesehen, Hospitality, Leisure, also Gastgewerbe, das waren die schwachen Sektoren. Auf der anderen Seite eben weiter Inflationsgefahren. Dieses Zauberwort Stagflation könnte von immer größerer Bedeutung werden. Die Fed kann eigentlich nicht tapern. Aufgrund der sich abkühlenden Wirtschaft und der Schulden, wie wir sehen, müsste aber eigentlich tapern, weil eben die Dinge so langsam ein bisschen aus dem Ruder laufen. Die Frage ist, wie geht es weiter mit der Delta-Variante? Das Gastgewerbe ist nicht gut gelaufen, sonst der Jobgarant. Wenn jetzt die Zahlen wieder runtergehen, wenn der Hochpunkt überschritten sein sollte, dann würden eben auch in diesem Sektor wieder Jobs geschaffen und dann hätte die Fed eben ihre Voraussetzung für das Tapering. Aber man weiß es nicht genau. Wir sehen hier, dass heute in den USA wichtige Unemployment Benefits auslaufen. Die beiden größten Programme, die enden heute. Das heißt, dass viele jetzt eben wieder gucken müssen, dass sie einen Job bekommen. Das könnte dann eben auch die Lage am Arbeitsmarkt noch mal ein bisschen verändern. Aber wir sehen hier Jerome Powell mit der ersten Zinsanhebung, die er hier verkündet. Das ist in ungefähr dann 50 Jahren. Die Fed hat die Möglichkeit eben einer starken Inflation, einer Hyperinflation oder einen Market Crash, indem man eben die Zinsen anhebt, indem man die Geldpolitik strafte. Das alles ist ja eigentlich nicht mehr vorgesehen. Die Märkte sind vollgepumpt mit Liquidität. Wie soll man jetzt auf Entzug kommen? Wie soll diese Liquidität reduziert oder gar gestoppt oder wie auch immer werden, ohne dass die Märkte dann ein echtes Problem bekommen? Das ist eben die grundsätzliche Frage. Normalerweise müssten die Zinsen jetzt in den USA bei 6% liegen. Bekanntlich liegen die bei 0 bis 0,25%. Auf der einen Seite, gleichzeitig werden 120 Milliarden Dollar in den Markt gespült. Die sogenannte Taylor Rule, das ist eine Regel eines Wirtschaftswissenschaftlers, der ermittelt hat, wie hoch eigentlich der Zinssatz sein müsste, angesichts verschiedener Parameter. Wie gesagt, 6% Leitzinsen müsste es geben. Damit ist der Unterschied zwischen der Taylor Rule und dem Fed Funds Rate, also dem Zinssatz der Fed, so groß wie seit 51 Jahren nicht mehr. Und das Ganze ist immer krasser. Schauen wir uns mal an, was jetzt in diesem Jahr in den USA los ist. Wir haben Ausgaben des Staates von 6,8 Billionen Dollar, aber man nimmt weniger als 4 Billionen ein, also muss da sehr viel aufgenommen werden an Schulden, nämlich 3 Billionen und das ohne Bidens Infrastrukturprogramm. Das sind also 44% müssen an Neuverschuldung hier irgendwo her und das muss die Fed möglicherweise monetarisieren, muss also in irgendeiner Form hier mitspielen in diesem Schuldenkonzert. Deswegen die Frage, Tapering, geht das überhaupt? Das ist eben eines der Probleme, mit der sich die Fed konfrontiert sieht. Wir sehen auf der einen Seite weiter Economic Surprise Index sehr, sehr schwach ins Negative gedreht. Das heißt, die Daten sind schlechter als erwartet, so wie am Freitag eben auch die US-Arbeitsmarktdaten. Gleichzeitig geht die Inflation weiter nach oben, beziehungsweise überrascht auf der Oberseite, überrascht die Erwartungen der Teilnehmer. Aber all das hindert nicht daran, dass die Marktkapitalisierung nach oben gehen. Am Freitag in den USA ja so ein bisschen mau dann der Handel, keine großen Gewinne, keine großen Verluste bei den Indizes, gleichwohl insgesamt in der letzten Woche wieder mal 1,6 Billionen Dollar hinzugekommen an Marktkapitalisierung. 120,3 Billionen Dollar beträgt jetzt die globale Marktkapitalisierung. Das ist 142% des Welt-BIPs. Es gibt ja die Buffett-Regel, alles über 100% zum BIP, zum Welt-BIP ist Blase. Das war vor der ultra-extremen Politik der Notenbanken. Können diese Bewertungsmaßstäbe noch gelten in einer solchen Situation? Das ist die Frage. Jedenfalls sehen wir, dass die Geldzuflüsse wieder seit März eigentlich nicht mehr so euphorisch sind. Die globalen Zuflüsse in die Aktienmärkte, die haben doch ein bisschen wieder einen Rückschlag erlitten.
meistens im März der Hochpunkt, wie wir hier sehen, März 21, März 18, März 2013. Wir sehen ja auch der Margin Debt, also die Hebelung, die viele eingehen, ist ein bisschen rückläufig gewesen. Man beleiht praktisch ein eigenes Aktienportfolio und bekommt dadurch die Möglichkeit, weitere Positionen zu kaufen. Auf der anderen Seite sehen wir hier Bank of America, die wohlhabenden Kunden mit einem neuen Allzeithoch bei der Equity Allocation, also die sind so stark in Aktien wie noch nie mit 65,2%. Wie geht es jetzt an den Märkten weiter, wenn der Leitindex S&P mehr als 20% gewonnen hat seit Jahresbeginn? Und das ist ja der Fall derzeit. Also wir haben bis Ende August dann knapp über 20% zulegen können. Wir sehen, oft geht es dann weiter nach oben, manchmal geht es aber dann auch ziemlich radikal nach unten, wenn eben dann die Schere zwischen eingepreistem Optimismus und Realität offenkundig zu groß wird. Das war 1987 der Fall, das war 1929 der Fall, das war ein Stück weit 1933 der Fall. Wir haben aber auch Fälle, wo es dann nochmal gut 20% oder gut 5-10% nach oben geht im Rest des Jahres. Also da ist alles offen und auch das Gegenteil. Schauen wir mal kurz nach China. Hier sehen wir Evergrande, der größte Immobilienentwickler Chinas, sitzend in Shenzhen. Der hat offenkundig Probleme, droht zu kollabieren. Hier drohen manche an, dass oder die Gläubiger fordern jetzt sofortige Zahlungen, akzeptieren keine Unternehmensanleihen mehr als Sicherheit. Wir sehen hier die Evergrande-Anleihen. Die sind jetzt bei etwa 30 Cent auf den Dollar. Das heißt, da hat man 70% verloren. Das ist unglaublich. Da droht also wirklich eine gigantische Insolvenz. Das ist ein Riesenunternehmen. Jetzt will auf der anderen Seite China wollen die Machthaber in Peking die Wirtschaft weiter an die Kandare nehmen. Tighter Control of Economy will man hier ermöglichen, will bestimmte Schlupflöcher schließen etc. Also die Kontrolle des Staates nimmt immer mehr zu. Unten sehen wir mal eine Statistik, eine Grafik, die zeigt die unterschiedliche Performance zwischen den USA und China an den Aktienmärkten. Also Donald Trump würde feuchte Träume bekommen, wenn er diese Grafik sehen würde. Zu seiner Zeit liefen Chinas Aktien teilweise besser, jetzt ist es genau andersrum. Aber der andere Trump, wie heißt der, Xi Jinping, unser lieber Marxist, der zurück will zu den Wurzeln von Mao, von einer profunden, von einer tiefgründigen Revolution ist hier die Rede. Niemand im Westen, kaum jemand im Westen nimmt das zur Kenntnis. Common Prosperity, also dieser allgemeine Wohlstand, das ist ja das Mantra, das hier passieren soll, mit weitreichenden Konsequenzen für all das, was mit China zu tun hat. Und das hat dann automatisch sehr viel mit uns zu tun. Xi Jinping jetzt mit einer Rede, die klar macht, Leute, das leichte Leben ist vorbei, es kommt ein großer Kampf. Im Grunde könnte man vermuten, dass all das, was in China derzeit passiert, auf eine Kriegsvorbereitung hinausläuft. Da fällt einem natürlich sofort Taiwan ein. Man scheint jetzt so ein bisschen zur Auffassung gelangt zu sein, nachdem man das gesehen hat, was in Afghanistan passiert ist, dass Biden sehr schwach ist, dass man jetzt bald eine sehr gute Chance hat, in dieser Situation Taiwan in Anführungszeichen heim ins Reich zu holen. Der große Traum, das große Ziel von Xi Jinping auch persönlich, das könnte sich bald zu einer maßgeblichen Krise auswirken. Und wir sehen in diesem Kontext auch praktisch die Propaganda gegen eher weiblich aussehende männliche Schauspieler etc., die hier oder Boygroups etc., die hier praktisch aus den staatlichen Medien verbannt werden. Die sind ja solche femininen Jungs, sind ja in Asien der ganz große Hit, auch in Südkorea, diese im K-Pop, diese Boygroups, die sind schwer angesagt. Das will man jetzt nicht mehr. Man will also sozusagen Männlichkeit, man will Soldaten haben offenkundig. All das spricht dafür, dass die Dinge nicht unbedingt in die richtige Richtung laufen in China, zumindest eher in eine militärische Richtung laufen in China mit einer dann folgenden Konfrontation. Kommen wir noch kurz zu der Lage auf den Weltmärkten, Lieferengpässe etc. etc. Mercedes hat jetzt in Gestalt von dem Vorstandsvorsitzenden gesagt, also auch 2022 wird der Chipmangel, der ja so bedeutend ist in vielen Sektoren, in vielen Industrien, wird der nicht vorbeigehen so einfach. Das wird also nicht so schnell passieren, auch 2022 nicht. Das wiederum hat Einfluss auf die Inflationsgefahren. Und wir haben jetzt ja die Situation, am Freitagabend wurde
entschieden, welche 10 Aktien weiter aufgenommen werden in den DAX, der ja von 30 auf 40 steigt. Dennoch werden auch die 40 DAX-Unternehmen weniger wert sein als zum Beispiel eine Apple, als zum Beispiel eine Microsoft, als zum Beispiel eine Amazon alleine. Also da wird sich durch die Aufnahme von 10 weiteren Firmen nicht wahnsinnig viel ändern. Das zeigt so ein bisschen die Dimension, zeigt so ein bisschen die Bewertungsdifferenzen. Der DAX ist nicht wirklich teuer aus meiner Sicht. Die Amis sind extrem teuer aus meiner Sicht. Das ist der Unterschied. Dennoch, wenn man sagt, ja, der DAX dürfte in den nächsten Jahren besser laufen, dann hat man in den letzten Jahren zumindest damit keinen Blumentopf gewonnen. Was sich genau bei DAX, MDAX, SDAX und TechDAX am 20. September ändert, das können Sie kompakt unter dem Artikel verlinkt lesen. Da hat mein Kollege Claudio Kummerfeld heute frisch aus der Presse sozusagen einen Artikel geschrieben. Da können Sie sich mal ganz schnell orientieren. Okay, so und so ist das. Was passiert da eigentlich? Warum, wieso, weshalb? Das, wie gesagt, unter dem Artikel heute, das Markeflüster. Etwas früher ist ja US-Feiertag. Das heißt, die Börsen in den USA und damit auch die Nachrichtenlage wahrscheinlich etwas dünner. Dadurch bin ich in der Lage, etwas früher auch das Video, das Markeflüster heute zu machen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag und sage Ihnen unter dem Video nochmal, verweise ich nochmal auf den Link und sage Servus und Ciao.